zurück hier im Märchenbuchland sollen wir Eichhörn-Lilly finden für diesen geilen Roboter hier. Na, mal schauen, ob wir dieses Souvenir finden. Das Ganze können wir auch mit der Schnuffeljagd verbinden. Da wartet auch schon der erste Schnuffel. Wunderbar. Wow, der chillt einfach mal da oben. WTF. Oh lol, der schwingt einfach mal der Schnuffel mit. Okay, cool. Wir haben es geschafft in der Zeitvorgabe. Damit haben wir auch dieses Level komplett abgeschlossen. Das Souvenir habe ich leider nicht finden können. Das suche ich jetzt nochmal. Aber dann haben wir das Level hier, also diese Welt hier, fast komplett abgeschlossen. Oh, hier vorne. Mein Gott. Ist schon tricky versteckt. Ist relativ am Ende des Levels, nach dem dritten Schnuffel. Ist die gute Eichhörn-Lilly. Ist ein komischer Name. Okay. Ein Souvenir haben wir damit wieder eingesammelt. Als nächstes will er dann sehen, mal gucken. 5 Äpfelbäume. Alles klar. Aha, da hinten haben wir schon mal einen Baum. Jawohl. Das hat ja schon mal richtig gut geklappt. Sag mal, ich glaube, ich werde hier betrogen. Hier haben wir noch einen Apfelbaum. Oha, ein weiterer befindet sich direkt hier. Hier ist ein weiterer. Wow. Ey, ich bin so gut. Oh, ich erinnere mich, glaube ich, an was. Hier dahinter war doch noch einer. Ja. Oh ja. Wusste ich's doch. Der ist hier hinten. Ja, hab aber gerade wieder ein bisschen Alter, ich verrecke gleich nochmal. Ich stelle mich hier aber auch extrem blöd an. So, das Ding schiebt mich eh nicht zurück. Ja, soviel zu dem Thema. Es schiebt mich zurück. Aber wir haben trotzdem alle Apfelbäume. Und damit auch diese Souvenirjagd erfolgreich abgeschlossen. Ich bin müde. Aber das ist ja eh nichts Neues. Als nächstes will der Gute sehen. Ein Pilzstumpf. Beim Baumklettern also. Okay. Aha, hier kurz vorm Ziel, glaube ich, ist das. Da ist der Pilzstumpf einfach so irgendwo random da im Hintergrund. Alles klar, und ich sehe, wir haben 2000 Münzen. Das freut mich auf jeden Fall. So. Wie viele Souvenire haben wir denn hier noch zu suchen? 2 Stück oder so? Schätze ich, würde ich jetzt behaupten. König der Donuts. Ah, im Snack-Königreich, selbstverständlich. Da hinten haben wir den König der Donuts. Ich sehe es schon. Hä? Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Da ist der Scheiß einfach abgeprallt. Jetzt aber. Na, dankeschön. Der König der Donuts. Alles klar. Ja, den wollte ich auch schon immer mal treffen. Den König der Donuts. Wer kennt ihn nicht? Alles klar. Dann, ein letztes Souvenir. Oder war das das letzte Souvenir? Nein, es war das letzte Souvenir. Wunderbar. Damit haben wir auch diese Welt zu 100% abgeschlossen. Wir kommen voran, meine Freunde. Wie viele Welten fehlen uns denn jetzt noch? Oder warte, ich zoome mal heraus. Ja, 2 Welten noch, oder? Sehe ich das richtig? Ich glaube, ich sehe das richtig. 2 Welten noch. Ja, Mensch. Alles klar. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns hier in dem Level da oben mal ganz kurz darum, dass wir endlich alle Outfits bekommen. 200 Stück kostet das, also 200 Münzen pro Stück, 2000 Münzen für die 10 Stück. Hilfe, ich werde arm. So, let's go, alle Münzen rein. Und jetzt will ich bitte ein paar coole Kostüme. Wenn nicht, dann dresche ich den Automaten ein. Alles klar. Wir bekommen eine Papierschachtel. Wir bekommen eine japanische Schachtel. Wir bekommen, oh, ein seltenes japanisches Schloss. Ein warmer Heiztisch. Ein Bambuszylinder. Eine Asienpralinenschachtel mit Cooper-Panzer. Ein seltener Heizofen.
Ein ultra seltener Bushi-Toni. Ein seltener heißer Heiztisch. Und eine seltene Arsenlampe. Oder nee, warte mal, der heiße Heiztisch war nicht selten. Bin ich blöd? Ja, den Automaten haben wir auf jeden Fall wieder mal vollständig. Das ist schön. Dann würde ich sagen, geht's ab in die nächste Welt. Aber nicht da rechts, sondern hier unten. Hier, ne, haben wir ja auch 150? Warum? Ich dachte auch 200 oder... Habe ich was falsch im Kopf? Ich weiß es nicht. Oh, uff, uff, big uff. Da hat's jemanden ganz schön erwischt. Uff, uff, uff. Okay. Dann laden wir dich mal wieder auf, mein Freund. Hier in irgendeiner Wasserwelt sind wir, wie es aussieht. Oh nein. Eine Wasserwelt. Oh. Okay, zwei Level hier nur. Heiß-Kalt-Inseln. Herzlich willkommen. Hi. Okay, dann legen wir los mit dem ersten Level. Bomben, ahoi. Oh, das Level sieht interesting aus. Nice. Das Level sieht sehr interesting aus. Da sah es mir so aus, als würden wir auf einem Schiff fahren und müssten die ganze Zeit irgendwelche Bomben abfeuern. Aber dann wäre es doch ein Match-Level, oder? Also Punkte sammeln wird man nicht. Nein. Oh nee, das ist jetzt aber... ach nee, Alter. Komm, geh mir nicht auf den Sack, Dude. So, komm, die Krabbe, die kann man auch mal... Oh, 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 shit. Oh, shit. Ja, alles klar. Die Krabben, die haben es wohl in sich, wie es aussieht. Da hinten ist ein Jeep Jeep, der wird ein Sammelobjekt. Würde ich jetzt mal predikten. Die erste Blume haben wir auch schon. Alles klar. Dann, dann, da. Da, 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 da. Oh no, da oben ist ein Affe. Diese blöden Affen. Ich weiß nicht, warum die existieren. Was bist du denn? Was bist du denn? Täger. Ich weiß nicht, was du bist. Aber... whatever. Alles klar, aber das Level finde ich relativ interessant. Okay. Das Level finde ich halt wirklich interessant. Alles klar. So, explodet mal bitte, Freunde. Ey, voll coole Idee. Voll coole Idee, das Level. Ich meine, ich habe relativ wenig Herzen. Ich muss mir unbedingt wieder ein Outfit anziehen. Aber, ey, voll cool. Gefällt mir bisher richtig gut, das Level. Das hat was. Das hat was, Freunde. So, da oben auf die Palme kommen wir nicht drauf, nö. Deshalb werden wir hier mal schnell die Krabbe abfertigen und uns die dritte Blume snacken. Alles klar. Oh, hier können wir nochmal Herzen absnacken. Vielleicht bekommen wir ja doch noch volle Herzen, aber dazu müssen wir uns jetzt wirklich kein einziges Mal mehr treffen lassen. Sonst ist es höchst unwahrscheinlich, dass wir das noch irgendwie schaffen. So. Einfach alles zerstören, was man zerstören kann. So, weg mit dir. Oh, oh, guck mal. Drei rote Münzen. Gucke mal einer an. Was? Oh, 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 lol. Ich wusste doch, dass das was bringt. Ah, nice. Es war eine Blume. Ey, Affe. Leck mich. Wollte ich nur mal so erwähnt haben. So. Wenn, dann zerstampfe ich das Zeug hier selbst, ja. Ihr könnt mir hier gar nichts. Wenn, dann zerstampfe ich das ganze Zeug selber. So. Einmal hier. Oh, shit. Es sind rote Münzen gewesen. Alles klar. Dann haben wir hier die ganzen... eine Münze. Die Geheimverstecke wohl alle gefunden. Ey, da hinten ist ein Vulkan. Da hinten ist ein Vulkan. Der könnte auch ein Souvenir sein. Oh, shit. Ich glaube, wir sind full life. Nein, sind wir nicht. Ah. Oh, really? Du Drecksteil. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Holy shit.
Wie viele von den Krabben gibt es denn hier? Okay, zum Glück keine mehr. ja. Alles klar. Noch ein Checkpoint. Jetzt sind wir full live. Aber ich will jetzt wirklich nicht mehr getroffen werden. Von irgendeinem... cheap, cheap. oh no, wir müssen das Schiff erst reparieren, Leute. Wir müssen das Schiff erst reparieren. Okay, dann lass uns das Schiff reparieren. Alles klar. Ein Teil haben wir. Komm, verpiss dich. Huppala, jetzt bist du ertrunken. Na, sowas aber auch. Das tut mir echt leid. Komm du mal mit der einen Hupe daher. Danke. Da drüben sind drei Wolken. Was auch immer diese drei Wolken zu sagen haben. Drei Wolken finde ich ein bisschen viel. Aber es sind hier immerhin Münzen drin. Und Herzen. Also mit Herzen wird man hier überschwemmt und da hinten ist eine Gummiente. Und wenn ich die anvisieren kann, nö, dann ist es kein Sammelobjekt. Schade. Zack. Jetzt sollte ich wirklich aufpassen und ich sollte eigentlich nicht so riskante Stampfattacken und sowas setzen. Weil, wenn ich jetzt ein Leben verliere, wäre es nicht so optimal. So, jetzt haben wir hier nochmal rote Münzen. Drei Stück fehlen uns noch. Die können wir auf jeden Fall noch bekommen, weil uns fehlen ja auch noch, uns fehlt noch eine Blume. Das heißt, ja, wir haben auf jeden Fall noch eine gute Chance. So, das Schiff ist wieder zusammengebaut, ist auf jeden Fall größer als das davor. Der Affe gibt uns wahrscheinlich wieder einen kleinen Windstoß, sobald wir die Glocke läuten. Jawohl, so sieht's aus. Oh, warte. Oh, warte. Oh, verpiss dich, Diggi. Wow. So, komm. Oh, ganz schnell weg hier. Ey, Digga. Digga. Alles klar. Oh, lol. Oh, eine rote Münze. Bam, ba-da-da-dam. Noch eine rote Münze. Dam, dam, da, da, dam. Alles klar. Jetzt feuern wir hier alles weg, Freunde. Wow. Alles klar. Wir feuern alles weg hier. Ah, wunderbar. Die letzte Blume haben wir. Und jetzt sag mir bitte nicht, mir fehlt genau eine rote Münze. Das wäre bitter. Mir fehlt genau eine rote Münze. Hey, na sowas aber auch. Oh Mann. Ja, bitter. Egal. Egal. Blöd gelaufen, würde ich sagen. Dann kümmern wir uns um die 100% in diesen Leveln hier, würde ich sagen, im nächsten Part. Wir schauen jetzt einfach, dass wir die beiden... nee, warte, ich will was Neues. Nicht die Dampflok. Ich würde ganz gerne was Neues haben. Zum Beispiel hier, den Bushitoni. Ist doch wunderbar. So, dann kümmern wir uns jetzt um dieses Level. Schlitterparty-Insel. Mal gucken. Wie gesagt, um die 100% oder... Ja, um die eine rote Münze oder so, um die kümmern wir uns dann im nächsten Part, wo wir den Boss machen und wahrscheinlich die ganzen Souvenirs in dieser Welt. Oder sowas in der Art zumindest. Mal gucken, wie viele Souvenirs es hier überhaupt gibt. Oh, wow. Oh ja, heiß-kalt Insel, ich merke schon. Hier ist es auf jeden Fall kalt. Hier haben wir jetzt einen frostigen Soundtrack und Yoshi kann anscheinend keine Pinguine verschlucken. Die kann er wohl nicht so gut verdauen. Gut zu wissen. Okay, die Pinguine sind also etwas schwerere Gegner. Ja, wenn wir die nicht besiegen können, dann ist es auf jeden Fall so. Oh, drei rote Münzen. Ich habe jetzt eigentlich nur mit einer gerechnet. Alles klar. Ein paar Herzen können auch nicht schaden. Ich meine, wir haben jetzt eh das Outfit, also... Wenn man mit einem Outfit... diese 20-Herzen-Mission nicht schafft, dann ist es peinlich. Dann ist es wirklich peinlich. Und ich wette mit euch, dass es mir irgendwann noch passieren wird. Es wäre vorstellbar, bei meinem Skill. Ach, fischt der Typ jetzt gleich die Blume raus?
Ja, lol. Er fischt tatsächlich die Blume raus. Hi, na? Voll der coole Typ. Voll der coole Typ. Irgendwie haben sie es in dieser Welt mit Affen, ne? Kann das sein? Mit Affen haben sie es hier schon ein bisschen. Oh, oh lol, das ist ein süßer Eisbär. Wie sweet ist das denn? Wie sweet ist das denn? Das ist ein Eisbär, der hin und her rutscht. Alles klar. Oh no. Hier, rutsch mit deinem Arsch da rüber, damit ich hier rein kann. Vielen Dank. Du kleiner, fetter Eisbär. Ey, voll nice. Voll nice. Ey, was macht denn ihr mit eurem Ballons da? Da, komm. Da, komm. Voll die Arschbombe, ne? Na komm, dann schiebe ich hier einmal an, damit das hier reinfällt. Na, was passiert jetzt? Passiert überhaupt irgendwas? Achso, ich selber kann jetzt draufsteppen, oder was? Ach, lol. Wir können jetzt hier mit diesem Teil fahren? Was? Das nenne ich ja mal richtig cool. Das ist voll cool. Das feiere ich. Das feiere ich. Das ist wirklich innovativ. Das ist wirklich innovativ. So, jetzt dürfen nur die Münzen nicht despawnen. Da wäre ich nicht so dankbar. Aber anscheinend haben wir die roten Münzen, die es hier zu holen gab. Da hinten ist eine Krabbe, die auf jeden Fall... Ah, nee, doch nicht. Hier wird nicht ein Sammelobjekt gleich zweimal sein. Das ist relativ unwahrscheinlich. Aha, come on. Ach komm, ich hätte nicht ganz hier ranfahren dürfen. Ja, von hier aus geht's auf jeden Fall besser. Hier einmal stampfen? Nein? Nein? Echt nicht? Okay. Verwunderlich. Eindeutig verwunderlich. Wie auch immer. Komm, weg mit dir. Ab ins Eiswasser. Ich habe hier keine Pinguine ermordet. Nein, nein. Sowas würde ich nie machen. Sowas würde ich nie machen. Pinguine. Nee. Nee. Ich kenne keine Pinguine, Freunde. Ich kenne keine Pinguine. Habe noch nie was von gehört. Ich kenne keine Pinguine. Was sind Pinguine, Leute? Oh, yes. Wunderbar. Da musste ich mich gerade mal kurz konzentrieren. Oh, no. Wir haben schon eine Blume verpasst. Oh, das gefällt mir gar nicht. Ach so. Oh, shit. Jetzt habe ich es gesehen. Der hat ihm da reingekniffen. Der hat ihm da reingekniffen. Und wir mussten ihn da jetzt befreien. Ey, wie cool. So, einmal hier. Ach so, nee. Ein Ei. Ach nee, den Pinguin von da oben sollte ich wahrscheinlich da drauf schmeißen. Ah. Wunderbar. Okay. Und jetzt bitte einmal den Pinguin da drauf. Aha, jetzt hat er hier aufgemacht und ja, da hört er einmal kurz auf, das Wasser rauszublasen. Achso, nee, er hört generell auf, wenn wir da in die Nähe kommen, glaube ich. Okay, voll cool. Oh, warte mal, warte mal. Sind da vielleicht rote Münzen für uns? Nein? Oh, schade. Schade. So, jetzt sind wir wieder wo wir noch nicht waren. Oh, ich will auf jeden Fall die roten Münzen alle haben, aber irgendwie kommt es mir so vor, als würden wir sau viele rote Münzen vergessen. Ich meine, wir haben jetzt 12 und ja, schon fast alle von den Dingern, wisst schon. Da hinten ist ein Geschenk. Alle von den Blumen. Und das kommt mir dann immer ein bisschen suspekt vor, wenn das so ist. Gucken wir mal. Hier sind Herzen. Oh, wow, wow. Schön den Pinguin aus dem Weg gehen, Leute. Schön den Pinguin aus dem Weg gehen. Aha, die tun mir zum Glück nicht weh. Bin ich ja froh. Oha, Leute. Nice. Uns fehlen hier ganz schön viele rote Münzen. Das kann ich euch schon mal versprechen. Hier sind auf jeden Fall... Ja. Hier sind schon mal noch 3, aber... Ja, uns fehlen ganze 4 Stück. Was? Wo?
Ah, das ist doch ätzend. Mann! Warum passiert mir sowas? Oh, Mann. Okay. Schauen wir mal, wie viele Souvenire es hier gibt. Gucken wir. Ja, vor allem ist hier wieder... Ich denke, dass vor allem halt hier drüben der Boss auf uns wartet, ne? Ja, der Typ will 20 Blumen. Das ist so ein fetter Kauz. Ja, ja, doch, doch. Warte, ein Special, einmalig kostenlos. Ja, das lasse ich mir nicht entgehen. Alles klar. Einmalig kostenlos kann man machen. Wunderbar. So, dann hau mal her. Ein Tropendeckel. Okay. Ich sag nichts dazu. Voll das Special Outfit. Wollte ich schon immer mal haben. So, wie viele Souvenire hast denn du hier? Du hast hier ganze 6 Stück. Ja, darum können wir uns im nächsten Part kümmern, oder? Oder sollen wir zumindest eins noch heute machen? 5 Becherbeeren. Gucken wir mal. Sind die auf der Vorderseite? Weil dann könnten wir das Level... Ja, sind auf der Vorderseite. Dann suchen wir die 4 roten Münzen noch. Da hinten sehen wir den ersten kleinen Seehundbecher-Dings da. Da hinten ist ein weiterer im Wasser. Ein weiterer befindet sich dort hinten. Fuck. Das Ding stößt mich gleich runter. Dann machen wir es halt von hier. Jetzt ist der Hintergrund im Weg. Ich glaube es nicht. Oh, hier befindet sich auch einer bei dieser Ebene, wo wir vorher die blauen Münzen eingesammelt haben. WTF. Direkt hier am Anfang eine rote Münze. Ja, klar. Diese Sackgesichter haben. Ja, lecko mio. Ernsthaft. Warte mal. Der eine Typ hier ist doch gerade so verreckt, oder? Willst du mich jetzt verarschen? Nur weil der so verreckt ist, bekomme ich die rote Münze nicht, oder was? Ahaha, alles klar, Freunde. Ja, moin, WTF, Alter. Ich beende das Level einmal kurz und rush dann nochmal hier hin. Wegen dieser einen roten Münze. What, Alter, ich habe, glaube ich, fast 30 Minuten jetzt gesucht. Ich hätte es lassen sollen. Okay, whatever. Als nächstes will er sehen, ein Servierboot. Mhm. Leck mich. Okay, dann lass mich mal schauen. Ja, Tatsache. Hey, wie dumm ist das denn? Wenn der ins Wasser fällt, dann kann man diese rote Münze nicht mehr bekommen. Wie dumm ist das? Okay, jetzt haben wir es geschafft. Wunderbar. Und damit würde ich auch sagen, verabschiede ich mich für diesen Part. Ja. Wir sehen uns dann, würde ich sagen. Oh, warte mal, wie viel kosten denn hier die 200? Für so eine kleine Welt trotzdem 200? Ich hasse es. Okay, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir diese Welt hier komplettieren und den Boss besiegen. Bis dahin und tschüss.